Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir gucken uns jetzt mal eben schnell den neuen Scheunenfund an, nämlich den Audi Sport Quadro. Wunderschönes Auto, by the way. Was die Löcher angeht, auf Reddit hieß es, der Besitzer war Polizist und ist in eine Schießerei geraten. Aber hey, das heißt noch lange nicht, dass einer darin gestorben ist. Ja, dann viel Spaß damit. Auf Reddit. Also, okay. Hör mal zu, Freund, ja? Wir nehmen den. Gab sehr wenig. Ich glaube, nur rot und weiß. Und eventuell schwarz, bin ich mir aber gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein sehr seltenes, sehr hübsches Auto. In meinen Augen. Geiles Lied, by the way. Und wir tunen den natürlich noch. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich hier irgendwas dran bauen wollen würde. Ne, fühle ich nicht. Das ist, glaube ich, ein S1 Kotflügel mit Kühlern drin. Den fühle ich noch. Fühle ich beide nicht, weil Auspuffrohre echt lächerlich aussehen. Ja, Mudflaps dürfen schon sein. Und das darf auch ruhig sein. Gut. Das Ding hat Serie Allrad. Man kann es auf Heck umbauen. Fühle ich gar nicht. Leistungstechnisch. Steckt hier ein 5-Zylinder drin, 2226 Kubik. Können wir hier ein bisschen was dran machen, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen was. Kriegt man ganz entspannt, glaube ich, auch so 700, 800, 900 PS raus. Wenn man das wirklich will, logischerweise nur. Das Ding kriegt für mich eigentlich schon fast eine Offroad-Federung. Aber ich lasse es jetzt erstmal tief, weil Optik. Und aktuell fahre ich damit ja nicht Offroad, sondern nur On-Road quasi. Ich hätte gerne erstmal ein längeres Drehzahlband. Und dann darf der gerne Richtung 800 Punkte gehen. Doch, doch, darf er gerne, ja. Finde ich, ja. Das darf natürlich immer rein. Ich weiß gar nicht, ob wir in Richtung 8, also ob wir 800 Punkte schaffen. Turbo ist gut bei dem Auto. So, Block können wir jetzt noch. Können sogar richtig knapp 800 werden, ne? Ich glaube, wir haben alles drin, was geht, oder? Okay, dann haben wir doch einmal alles gemacht. Wie viel Leistung hat das Auto jetzt hier? 446 kW, das dürften so 700 PS sein, schätze ich mal. Google mal ganz kurz nebenbei. Wie viel sind 446 kW? 446 Kilowatt entsprechen 446.000 Watt. Danke. In PS. Meine Fresse. 606. Okay, nicht 700. Gut. Aber 600 PS stehen, glaube ich, schon ganz gut. Das kann man, glaube ich, so anbieten. Ist jetzt natürlich doch alles geworden, obwohl ich nicht alles haben wollte. Kostet mir wieder 54k und wir haben die ersten 4 Minuten verschwendet. Nice. Wir machen noch das Story. Oh, der Part wird ein bisschen überzogen, weil ich noch hinfahre. Denke ich. Kein Durchdrehen, ich bin beeindruckt, jetzt schon. Ich habe Räder nicht gemacht, oder? Ich hätte eigentlich gerne andere Räder hier drauf gewürfelt, nämlich Optik S1 Räder. Wie ich gerade heute wieder auf das Auto komme, kann ich mal dazu erzählen. Ich gucke ja ganz gerne bei JP Performance auf dem Channel. Und der hat einen weißen Sport Quadro. Was ist ein Sport Quadro? Gibt ja kurz einen langen Radstand, eines Urquadro, das andere Sport Quadro, glaube ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Er hat langen Radstand. Und da waren wunderschöne, ich glaube, 5 Speichen Magnesiumfelgen drauf. Und in dem heutigen Video hat er die Magnesiumfelgen mal untersuchen lassen, ob die hinüber sind. Zum Glück nicht. Ich glaube, da kannst du echt, die kannst du in Gold nicht aufwiegen.
So, ich würde aber sagen, wir schauen uns das mal an hier. Hier will Alex sein Geschäft für individuelle Upgrades aufmachen. Er nennt es Upgrade-Helden und braucht einen Geschäftspartner, der wirklich fahren kann. Aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Bist du dabei? Selbstverständlich, gönn für 100k. Ich sage Alex Bescheid. Er will unbedingt wissen, ob du ins Geschäft einsteigen willst. Wir merken uns mal 4.280.000 und gucken, was wir am Ende haben, ob das auch wirklich Gewinn gemacht hat. Ich gehe aber stark davon aus, weil wir für jede Aktion auch Kohlen kriegen plus Level und so. Hey, what the fuck? Schön, dich zu sehen. Hör zu, ich habe eine tolle Geschäftsidee. Es gibt hier eine ganze Menge Autos mit echtem Potenzial. Ich nenne sie Upgrade-Helden. Das funktioniert so. Du holst das Auto ab. Mein Team und ich kümmern uns drum und du zeigst allen, was ein Upgrade-Held so alles kann. Klingt gut? Gut? Oh, und du darfst das coole Gefährt dann natürlich auch fahren. Geilo. Die Quest heißt der Datsun und wir fahren Renault Clio. Bist du bereit? Wir werden ganz Horizon zeigen, dass mit einem kleinen der fährt schon gut. Upgrade jedes Auto ein Held sein kann. Machen wir uns an die Arbeit. Machen wir. Der fährt schon echt gut hier. Ich denke, wir fahren jetzt los, holen das Auto und fahren wieder zurück, richtig? Okay, hier sollen wir unser erstes Auto abholen. Bist du nervös? Nö. Ich? Ich bin kein bisschen nervös. Nein. Merkt man auch gar nicht, Bruder. Der 510? Nicht schlecht. Japanische Bauweise, europäischer Stil. Das Beste aus beiden Welten. Europäischer Stil würde ich sofort unterschreiben. Für den Anfang haben wir einen guten Wagen, einen Datsun. Der Kunde sagt, das war sein allererstes Auto und er wollte schon immer Rennen damit gewinnen. Oder zumindest, naja, mitfahren. Überholen können. Ist das so eine langsame Kiste? Bring ihn zurück, aber verschrotte ihn nicht. Denk dran, er gehört nicht dir. Denke ich könnte abkürzen, aber weil er sagt, verschrotte ihn nicht, meinte ich noch nicht. Okay, mit dem Ding würdest du echt keinen Preis gewinnen. Von vorne hat er mich stark an ein paar Opel erinnert. Von hinten könnte ich es gar nicht sagen, aber sehr europäisches Fahrzeug. Gar nicht so japanisch, wie ich erwartet habe. Also von daher. Ich bin mir sehr sicher, dass man das schneller machen kann. Von daher werde ich jetzt mit Sicherheit keinen Schnelligkeitspreis gewinnen. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder komplett egal. Gott, das Ding ist echt langsam. Natürlich geil, dass ich das jetzt im Winter mache. Nicht. So, guten Tag, Freunde. Ausgezeichnet. Ich setze das Team darauf an. Ein ganzes Team? 300 Tuning-Teile? Oh, what the fuck sieht das stupid aus? Oh, ich bin bereit. Tada! Was meinst du? Er ist tiefer, breiter, schneller. Ja, breit ist er. Ein Motor mit Biturbo und 6 Zylindern unter der Haube, uff. Der 337 PS bringt. Oh, das ist nicht so viel. Dann haben wir noch diesen Unsinn an die Front geklebt. Ja, das sehe ich aber ähnlich, dass das Unsinn ist. Aber jetzt dürfte er abgehen. ...1,28, fahr eh nur straight, okay. Ja, 300 plus PS sind jetzt natürlich nicht viel. Du hast sicher noch nie einen Datsun mit diesem Sound gehört, oder? Ist wahrscheinlich auch kein Datsun-Motor mehr. Ich meine, klar, ist halt ein leichtes Auto. Mit einem unglaublich hässlichen Ölkühler jetzt vorne dran. Aber, mei. Hätte man trotzdem ein bisschen mehr Leistung reinhämmern können, wenn man sich schon Tuning-Laden nennt. Also, ist okay. Im Vorsicht geht es ja gefühlt eh nicht so um Endleistung, sondern eher so um. Also nicht um höchste Endleistung, sondern eher so um, yo, fährt das auch ganz gut. Ne, so 1000 PS-Karren gibt es ja allgemein recht wenige. Ne, wenn man so überlegt, gefühlt eine Supra hat mindestens 1000 PS ja schon vom Werk gehabt und GTRs gibt es auch wenige unter 1000 PS. Ne, von einem VW im VR6-Bereich wollen wir mal nicht drüber reden. So laut und schnell und auffällig wie möglich zu sein, wenn wir durch die Stadt fahren. Ich glaube, unser Kunde hat hier vielleicht Freunde. Okay.
Das starte ich nun aber neu. Weil zu lange gebraucht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Fantastisch. Hat dir das Spaß gemacht? Da war okay. Schon so begeistert bist, wird der Kunde sicherlich aus dem Häuschen sein. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr lange auf das nächste warten müssen. Kommt man schon machen? War okay. Hat das irgendwer gespielt? Ja, alle. Ich war sogar der Schnellste. Nein, Dennis hat es nicht gespielt, okay. Gut. Aber Dennis hat gefühlt auch irgendwie wieder gar nichts hier gespielt. Bin mir auch gar nicht sicher, welches Level er ist. Nice. Stufe 108. Haben wir, glaube ich, schon. Aber egal. Haben, besser, brauchen. Sehr schön. Wir haben die Technologie. Schließe das erste Kapitel von Upgrade-Helden ab. Next. 11 Minuten, Alter. Der Renault scheint zu unserer Werkstatt fahren zu sein. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Kunden bald bei uns Schlange stehen würden? Ja. Nun, jetzt stehen sie Schlange. Nice. Also los geht's. Der Kunde hat einen alten Audi, mit dem er nur durch die Stadt tuckert. Aber er wollte schon immer ins Gelände. Ein Kunde nach meinem Geschmack. Helfen wir ihm. Ja, aber Geländeschmutz? Bei nächster Gelegenheit. 2,2 Kilometer. Scheint direkt um die Ecke zu sein. Gurken wir da direkt mal hin. Bin gespannt, was es für ein Audi ist. Gibt ja nicht viel Auswahl, würde ich jetzt mal so sagen. Schauen wir mal. Bin mir nicht mal sicher, ob das hier schneller ist, als auf der Straße zu fahren. Wahrscheinlich nicht. Auf der Straße einfach höhere Geschwindigkeiten. Hui! Okay, wieso bist du gleich bei mir? Du bist an der Werkstatt geblieben, Junge. Ah, ein Sport Quattro. Okay, habe ich erwartet. Ich. Weißt du, sie haben die ganzen genialen Sachen ausgebaut und sie dann als Serienfahrzeuge verkauft. Da kommt dieser hier wahrscheinlich her. Also die ganzen genialen haben sie nicht ausgebaut, der Motor ist drin. Ist das hier definitiv das richtige Auto für, wenn wir ehrlich sind? Okay, los geht's. Bau auf dem Rückweg keine Unfälle. Ja, so ein Auto hier ist böse teuer. Also wirklich böse teuer. Ja, mit genau so einem sind wir ja gerade eben schon hingefahren, nur mit Leistung und ein paar Tuning-Maßnahmen dran. Ich wette, der sieht gleich sehr ähnlich aus zu unserem, nur dass er wahrscheinlich auch noch Front- und Heckstoßstange geändert hat. Was ich ja gar nicht mal so gut fand. Und deshalb gelassen habe. Aber ich denke, das kriegt der hier auch gleich. Gut, dass ich einfach überall durchfahre. Ich muss sagen, ich würde ihn in Weiß präferieren. Aber, also jetzt mal Real Talk, wenn man so ein Ding kauft, lässt man es auch in der Farbe, in der es war. Weil ich sagen muss, dass die im British Racing Green auch richtig geil aussehen. Gerne. Kann's kaum erwarten. Ja, dann bauen wir die Scheiße. B-Rallye gebaut und die war, wie wir wissen, komplett irre. Nein! Hey, uns gefällt irre, ja. Ist doch nicht irre. Gruppe B-Boliden waren noch fast normal. Ja, hatte dicke Stoßstange drin. Also, er hat das typische Vierradantriebssystem, das dir im Dreck helfen sollte. Und wir haben ihn auf 800 PS hochgezüchtet. Das mehr als meine hat. Nicht hilft, aber auf jeden Fall irre Spaß macht. Wieso ist das mehr als meine hat? Ich habe eine Rallye-Strecke für dich angelegt. Ich wollte den Kunden überzeugen, als Co-Pilot mitzufahren. Aber er hatte zu viel Angst. Was ist hier drin, was meiner nicht hat? Weil 800 PS hat man da nicht. Definitiv nicht. Wollen wir mal ausprobieren, straight zu fahren? Ja, schalt erstmal ein bisschen runter, Junge. Würde ich sagen, fahren wir mal Rallye, ne?
Über Stock und über Stein. Weiß nicht, ob das schneller ist, ehrlich gesagt. Bin ich mir tatsächlich unsicher. Das ist definitiv schneller. Das wäre schneller gegangen, wenn wir ein bisschen besser gelandet wären. Der Kunde könnte nicht glücklicher sein. Top. Noch etwas. Ich bringe all diese Autos auf die Automesse, sodass alle die Daten und Modifikationen sehen können. Sei auch du ein Upgrade-Held. Klingt doch gut, oder? Sehr cool. Ja, kann man so machen. Aber er ist nicht als Offroad-Fahrwerk, oder? Glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht auf den Spoiler geachtet, tatsächlich. Das Auto auf jeden Fall freigeschaltet, scheinbar. Oh ja, ein Emote. Ui, toll. Ich hätte lieber den Corrado gehabt. Als VR6. Auch wenn ich VR6 kacke finde. Viel zu schwer. Let's go, Kapitel 3. Weißt du was? Unsere Upgrade-Helden-Kits für zu Hause fliegen auf der Automesse nur so von den Regalen. Ich dachte mir, du solltest Tantiemen bekommen. Immerhin sind es deine Fahrkünste, die sie verkaufen. Der nächste Kunde sagt, dass sein US-Muscle-Car schon einiges zu bieten hat, aber er will sehen, ob wir es noch weiter aufmotzen können. Auf geht's! Ha, Leute mit zu viel Geld mag ich eh, sind mir sympathisch. Rechts abbiegen. Ja, straight. Das Einzige, was halt ein bisschen hinderlich sind meistens die Mauern, weil die schon ziemlich viel Zeit kosten. Ja, die bremsen einen ja doch schon immer relativ hart ab. Aber gut, dass die ganzen Leute hier in der Nähe wohnen, ne? Nee. Schon besser. Und da. Gönn. Oh, El Camino Supersport 454. 454 Kubikzoll Hubraum. Was zur Hölle sollen wir damit? Und nur 22 PS? Okay. Herausforderung angenommen, mein Freund. Also die Dinger haben auch keine Leistung, oder? Junge, ist das hässlich. Versuch ihn nicht zu beschädigen und übertreib es nicht. Noch nicht. Wie viel Leistung hat sowas? Also A, unglaublich hässlich. Sieht ein bisschen aus wie das Ding, was der San Andreas Dingens fährt. CJs Bruder? Wie heißt er denn? Ach, keine Ahnung. Ich guck mal nicht auf den Namen. Smoke? Aber den meine ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, Freddy weiß, wen ich meine, oder? Auf jeden Fall sieht das so aus wie der Eimer, den er fährt. Bremse eher so? Nein, gar nicht, Alter. Da. Ich setze das Team darauf an. Was ein Haufen, ey. Mach das zu einem Lowrider wenigstens, das wäre cool. So tiefer Lowrider? Nee. Ich glaube, der wird dir gefallen, aber mach dich auf was gefasst. Hat er jetzt auch ausnahmsweise Leistung? Wir haben einen geladenen 7 Liter V8 Motor eingebaut. Das sind über 1000 PS. Ich habe Angst, überhaupt nur daneben zu stehen. Boah, mei. Wir wurden herausgefordert, das Ding aufzumotzen. Na dann, zeig mir dem Kunden, was wir von Herausforderungen haben. Ich muss ihn einfach... Ne, ich muss ein Stück weiter bringen als eben. Dreht übrigens quasi nur durch. Also rutscht eigentlich durchgehend. Ich hoffe, ihr habt an den Bremsen nicht gespart, Jungs, weil Bremsen wäre schon schön in dem Eimer. Also wirklich schön. Meine Güte, ey. Ich
Ich war übrigens mit Plasma spenden. Hat wieder mal nicht geklappt. Mein pH wollte ich gerade sagen. Mein HB-Wert war zu gering. 13,5 brauchen wir mindestens. So 14 ist gesund. Ich hatte 12,5. Junge, ich lenke. Vielleicht ein bisschen bremsen. Junge, willst du noch weiter zurückspulen, Alter? Ja, also 12,5 nicht so gut. Ich muss mal. Also, ich nehme jetzt Eisentabletten nebenbei. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert, was da so mit dem HB ist. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns. Okay. Gleich wieder. Einen Moment. Ja, also. Noch schneller habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich habe es 3-4 Mal versucht. Ne, hatte jetzt keinen Bock mehr weiter drauf. Schauen wir mal, wie schnell die Jungs waren. Okay, haben sie beide sogar geschafft. Gut, also irgendwie. Das habe ich jetzt gerade nicht gefühlt. Mache ich privat nochmal. Mai. Das wollte ich nicht. Keine Ahnung, ob ich gerade einfach nur zu doof war. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt echt Probleme mit, muss ich sagen. Ja, den Eimer freigeschaltet. Toll. Brauche ich unbedingt so einen Eimer. Licht. Müsste jetzt Kapitel 4 sein, was wir jetzt fahren. Glaube ich. Genau, 4. Ein Mazda. Das fühle ich schon eher. Hoffentlich ein Wankel. Den nächsten Kunden kennst du vielleicht. Rob Glenn. Ja. Auf dem Festival für den Drift Club zuständig. Sagt mir gar nichts. Naja, er sagt, wir könnten uns mal seinen Mazda anschauen. Und ich glaube, ich weiß schon, was wir damit machen sollen. Oder ist es der Kollege, den wir. Oh, machen wir brap, brap, brap. Oh, please. Oh, bitte machen wir brap, brap, brap. Das wäre schon geil. Fühle, würde ich sagen. 400 Meter links abbiegen. Würde ich fühlen. Also brap, brap, brap würde ich sehr fühlen. Links abbiegen. Muss sagen, ich mag so laute Mistkarren ja eigentlich nicht so gerne, aber brap, brap, brap ist cool. Allgemein hätte ich richtig Bock auf einen Wankel, aber da muss schon was können. Und da muss schon Ahnung von der Materie haben, wenn du sowas haben willst. Weil ansonsten ist das, glaube ich, richtig problematische Kackbuden. Wenn da irgendwas dran ist, brauchst du halt immer eine Fachwerkstatt. Das kann keine normale Werkstatt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. So, ich schicke dieses Bild und erkenne, ob sie Ahnung von Autos haben. Das ist wie heißen die denn? Die heißen ja nicht Kolben. Ja, halt so ein Dorito, sage ich jetzt mal. Die werden ja in lustigen Kreisen gerne Doritos genannt, die ja, Drehkolben halt. Okay, die Drehkolben halt. Und da stecken halt zwei Ventile drin. Günstig, zuverlässig und vielleicht die beste Drift-Plattform, die jemals gebaut wurde. Bring ihn her. X7 hat einen Wankel, meine ich. Ja, und dann stecken halt. Von dem ich glaube, dass er es ist. Und wenn er das will, was ich vermute, dann sollte das nicht allzu schwer sein. Okay. Ja, da stecken halt zwei Ventile drin. So, und dann ist halt so die Frage so, yo. Also lass das Heck auf der Straße, okay? Erkenne den Fehler. Und für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ein Wankel hat keine Ventile. Daran kann man halt sehr gut erkennen, ob jemand wenigstens ein bisschen Ahnung von einem Motor hat. Also, dass ein Wankel keine Ventile hat, weiß, glaube ich, jeder, der ein bisschen was mit Motoren am Hut hat. Das Bild finde ich sehr lustig. Also ich glaube, wenn du das Bild einfach jemandem schickst, der denkt so, ja, also der kennt einen Wankel, ja, aber der denkt halt, ein Wankel funktioniert wie ein ganz normaler Viertakter oder wie ein ganz normaler Reihenmotor, sage ich jetzt mal. Oder auch ein Boxer oder auch ein V. In 400 Metern scharf rechts. Was gibt's noch für Motorformen? Stern. W. Scharf rechts abbiegen. Doppel-V. Ah, ich darf ja keinen Schaden. Ich hab grad gar nicht mehr dran gedacht, dass ich keinen Schaden machen darf. Da gibt's ja so ein paar Bauformen, sage ich mal. Aber sie haben alle am eins gemeinsam. Bei einem Viertakter haben sie Ventile. Und das hat ein Wankel halt nicht.
Wankel ist so gesehen eher wie ein Zweitakter. Verbrennt ja sogar Öl mit. So, haben wir jetzt hier Brap. Okay. Bist du bereit, Rob Glens neues Spielzeug zu sehen? Ja. Umgebaut zum Breitbau-Boliden nur fürs Driften. Im Ernst, alle im Horizon Drift Club werden dich und Rob beneiden. Ist das ein Zweischeiben oder jetzt ein Dreischeiben? Fahren wir nach Edinburgh, okay? Ich habe gehört, da gibt es Straßenecken. Ist kein Brap, okay, schade. Starte ich direkt mal neu, weil habe halt jetzt gefühlt 6 Minuten verschwendet. Nur um Brap zu hören, der macht nicht Brap. Fahren wir nach Edinburgh. Okay? Schade. Ich habe gehört, da gibt es Straßenecken. Falls ihr Brap hören wollt, dann gebt halt einfach eine Sekunde lang bei Google Mazda Brap ein. Oder Wankelmotor Bridgeport, glaube ich. Das Ding ist echt langsam. Erinnert mich gerade an dieses Meme, wo einer die Haube, also so ein Video ist und einer öffnet die Haube. Tell me how much horsepower you get. Und dann kommt dieses SpongeBob-Meme. 25. Falls ihr es nicht kennt, sehr gutes Meme. Nur zu empfehlen. Als Anspielung darauf, dass die Dinger nicht furchtbar viel Leistung machen. Aber halt trotzdem gut gehen. Das sind halt keine Leistungsmonster, aber so ein Ding. Okay, das hier nicht viel gemacht, das sieht man. Also, ich bin mir nicht mal sicher, ob das hier wirklich ein Wankel ist. Ich meine aber, ein RX-7 ist ein Wankel. Kann mich auch täuschen. So richtig drin bin ich da ja auch nicht. Auf jeden Fall wird so ein Ding normalerweise dann 11 drehen oder so. Also ganz entspannt. Ich google gleich mal kurz nebenbei, ob das hier ein Drehkolbenmotor ist. Drehkolben ist ja trotzdem falsch. Aber ich schaue gleich mal nach. Ich habe die Motorbezeichnung leider aktuell vergessen. Wankel interessiert mich tatsächlich ziemlich dolle. Was ein geiles. Ja, ein geiles Ding ist eigentlich. Hallo, ich bin da. Schöne Aussicht von der Burg, oder? Genieß sie. Gleich gibt es mehr Tempo und Seitenlage. Okay, Bruder. Ich habe eine Strecke durch die Stadt für dich. Das wird das Thema bei den Leuten vom. Und jetzt schon 28 Minuten, ey. Scheiße. Der Trick ist nicht zu fest aufs Gas zu treten, sondern mit gezielten Gasstößen in die Kurve zu gehen. Nur meine Meinung. Frag Rob, wenn du den ganzen Vortrag hören willst. Okay, lass das Heck fliegen. In 200 Metern links abbiegen. Ja, also nicht immer auf dem Gas zu stehen ist bei dem Auto hier halt echt schwer. Links abbiegen. Weil Leistung ist halt eher so ein Nein bei dem Auto. Okay, ich drifte schon mal scheiße. Niki driftet wirklich gut, habe ich jetzt, hat er mir ein Video geschickt, wie er das macht. Verstanden, was er tut, habe ich nicht. Okay. Also da habe ich gerade mehr erwartet. Ich komme hier einfach nicht rum, Alter. Also, ich hätte mal darauf achten müssen, ob Niki Traktionskontrolle und sowas noch anhat. Ich denke tatsächlich nicht. Rechts abbiegen. Ja, genau, weiter so. Aber denk daran, wir haben eine Ziellinie zu erreichen. Das ist das Problem. Weil schnell, also das Auto ist halt wirklich nicht schnell, ne? Leistung ist eher so leider nein, leider gar nicht. Naja, ich gehe nicht übermäßig ab, möchte ich merken. Okay, erstmal kompletten drehen. Gut. Jetzt mal, Niki hat hier irgendwie so, ja, 140 gemacht wahrscheinlich. Außer er hat es wieder First Try gemacht.
nicht nachgelegt, dann vielleicht nicht. Ganz ruhig. Manche Leute schaffen das erst nach einer... Halt mal die Fresse, ja? Ich stehe vorwärts in der Wand drin. Ewigkeit, weißt du? Lass es doch nicht so einfach aussehen. Ich bin echt froh, dass die hier nicht so hohe Ziele haben. Weil sonst hätte ich richtig versagt. 30 Minuten, Alter, es kommt noch eins. Ach Gott. Wenn Rob Glenn mich mal wieder mit einem langen Gespräch über die Feinheiten des Driftens aufhält, sag ich ihm, dass er dich anrufen soll. Gut, ich bin wirklich gespannt, wie viel Niki hat. Muss ja zugeben, weil Niki hat, glaube ich, deutlich mehr. Niki hat es nicht gemacht? Niki, was ist los mit dir? Gut, Freddy hat ein paar mehr gemacht als ich, aber damit kann ich leben. Das ist mir echt egal. Vor allem das letzte hat er noch gemacht und dann das hier nicht. Ach Gott, ich wollte gucken, ob ein RX-7 einen Wankel hat. Mazda RX-7 Motor. Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Mazda RX-7 hat einen 2-Scheiben-Wankel. Gott, mit 239 PS. Ja, und was hier jetzt nachkommt, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.